Also wir hatten das Thema Öl vorhin gehabt. Da ist das Thema, also kommt zumindest oft bei mir vor, dass eben eine Frage ist, warmes Öl oder kühles Öl. Ich meine, viele erwärmen das einfach nur in der Handfläche, viele Masseure. Einige wärmen das in so kleinen Wärmeeinheiten vor, zum Beispiel. Babyflaschenwärmer zum Beispiel, Babyflaschenwärmer genau. ist eigentlich das Kultteil. Also wenn ihr noch keinen Babyflaschenwärmer habt, ist das definitiv die Empfehlung des Jahrhunderts, wenn ihr gerne massiert. Es gibt, da gibt es sehr geteilte Meinungen, diese Massagekerzen, wo es aussieht wie eine Kerze und daraus Ja, wird dann ja, durch das ja. Erwärmen das Öl. Wie siehst du das? Also ich hab unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, aber vielleicht kannst du noch mal zu sagen, wenn du Also Erfahrung hast. ich sag mal, kaltes Öl benutzen wir meistens bei der Sportmassage, weil die sehr intensiv ist. Eine Sportmassage wird ja meistens sehr im Beinbereich gemacht. Gibt es auch als Ganzkörper, aber in dem Hauptfall wird es einfach im Beinbereich gemacht. Da benutzen wir kaltes Öl tatsächlich, weil es wird mit sehr viel Intensität gearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt eine normale Massage habe, das sind die Ausstreichungen eher normal. Ne, flüssig, wenn ich eine Sportmassage mache, dann geht das richtig rund hier. Und dadurch wird das Öl dann so oder so erhitzt. Ne, es dient einfach nur, damit ich keine zu großen Reibungen mache. Ne, wenn ich normale Massage mache, tatsächlich warmes Öl, weil wenn die Muskulatur schon sehr verspannt ist, durch das warme Öl schaffe ich schon mal eine leichte Lockerung, eine minimale, aber trotzdem ist die gegeben. Und vor allem ist auch für den Gast oder für die Person einfach ein besseres Gefühl, als wenn ich jetzt warmes Öl drüber gebe. Als wenn ich jetzt einfach kaltes Öl drüber schütte, weil zucken die meisten eh zusammen aus Schreck. Ne? Und die Reaktion ist auch manchmal schön, wenn man natürlich anfängt, das Öl drüber zu geben. Och, das ist aber schön warm. Ja, viele kennen es auch als kaltes Öl, das ist klar. Nee, meine Empfehlung ist wirklich warmes Öl, weil es einfach für die Person einfach angenehmer ist, wenn ich da was Warmes drüber mache. Ja, also diese Massagekerzen, was ich halt eben mal kennengelernt hatte über einen Bekannten von mir, wo ich gesagt habe, klingt erstmal total toll, also es gibt noch einen Duft mit Ja. dazu und so weiter, aber die Gleitfähigkeiten, habe ich immer wieder festgestellt, sind sehr begrenzt. Also Schwierig zu da handhaben. finde ich persönlich nach wie vor, also das bei uns am meisten verwendete Mandelöl Genau. total toll. Also auch meine Empfehlung Mandelöl, es sei denn, ihr wisst halt eben, ihr habt eine Allergie dagegen, ne? Dann hatten wir Kokosöl gehabt, da mögen viele den Geruch, Jojobaöl, ne? Jojobaöl zum Genau. Hat Beispiel. einen leicht nussigen Geruch und für Allergiker ist er eigentlich, also Jojobaöl geht eigentlich immer. Kostet zwar ein bisschen mehr. Ne, gerade in Bioqualität ist es nicht ganz billig, aber trotzdem Was ist mit fertigen Ölen, die es so im Handel zu würde kaufen ich nicht empfehlen. gibt? Also wenn ich Öle kaufe, sage ich mal, das wurde uns auch bei der Fortbildung ganz klar beigebracht, wenn ich Öle kaufe, auch fertige, immer auf die Zutatenliste gucken, schauen, dass da kein Paraffinium draufsteht. Weil Paraffinium ist ein Altölprodukt und das wird eben sehr gern bei die Öle beigemischt, um einen gewissen Glanz zu erreichen. Natürlich fühlt sich toll an, die Haut, die ist geschmeidig, sie glänzt, aber man muss bedenken, ich schmiere mir da im wahrsten Sinne des Wortes Altöl auf die Haut. Zu Beginn ist es gut, auf Dauer macht es eben die Poren kaputt. Würde ich nicht empfehlen. Also wie gesagt, egal was ihr mal kauft, gucken auf die, es gibt auch, also in der Regel sind es die Bioöle. Man kann immer einen Wechsel machen, man kann sich ein normales Öl holen, also auch ein Bioöl. Man kann immer sehen, bei den normalen Ölen sind es zu 98% immer Paraffinium drin. Also wenn irgendwas mit Paraffinium ist, die Hände davon lassen. Okay, also wirklich Zutatenliste lesen auf den Produkten, was ist wirklich drin. Und du würdest Genau. eigentlich Basisöle empfehlen, weil diese eben meistens naturrein sind und halt Zum eben. ersten das und zweitens kann ich sie auch mit meinen ätherischen Ölen eh mischen. Ich brauche nichts Fertiges, da kaufe ich mir einfach ein Bioset an ätherischen Ölen. Da braucht man, sag ich mal, für 100, wie wurde es uns beigebracht, auf 100 Milliliter Basisöl kommen da ungefähr 10 Tropfen ätherisches Öl drauf. Das ist ja nichts. Natürlich, wenn man weniger braucht, ich sag mal, für eine reguläre Rücken-Nacken-Schultermassage, da brauche ich vielleicht 20, 30 Milliliter an Öl. Da brauche ich ja auch keine 100. Dann macht man eben nur 3 Tropfen rein. Aber ich bin dann so von der Auswahl her freier, als wenn ich mir jetzt Fertigzeug kaufen würde. Und bin auf der sicheren Seite, weil erstens habe ich bio-ätherische Öle und noch ein gutes Basisöl, wo ich weiß, die Verträglichkeit ist gut. Bioätherische Öle wäre die nächste Frage, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Hast du, sage ich mal, eine typische Anlaufstelle, wo du bioätherische Öle kaufst? Oder ist das, gehst du in, sag mal, in Bioladen und schnupperst da erstmal dran rum Es gibt und nimmst da was mit? tatsächlich, es gibt, also wenn bioätherische Öle, Primavera ist eine ganz gute Marke. Die haben auch einen eigenen Laden, das kommt ein bisschen weiter, also das ist gerade in der Nähe, aber die haben auch eine eigene Webseite, da man kann gucken,
wenn man was Größeres machen würde, also selbstständig zum Beispiel, was dann das Öl angeht, kann man bei Schupp zum Beispiel gucken. Die haben auch sowohl normale Öle als auch Bioöle. Mandel, Jojoba, da habe ich auch mein Jojobaöl zum Beispiel gekauft bei Schupp. Das ist eine sehr gute, sehr zuverlässige und vertrauenswürdige Marke. Und die ätherischen Öle kann man, ja, Primavera ist da zwar eine gute Anlaufstelle, man kann auch welche, sage ich jetzt mal, keine Werbung machen, aber Ja. Amazon geht auch. Ne? Ja, 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 Ich würde halt nur aufpassen, dass wirklich das Bio-Siegel drauf ist, das ja. Bio-Logo. Ja, Ne? Weil ja, dann ist ja, es wirklich biozertifiziert und das ist aber wirklich safe. ja. Eine kleine Sache, die ich mal früher gelernt habe, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber alles, was ihr euch auf die Haut auftragt, ist in 27 Sekunden in eurem Blutkreislauf drin. Also nur, dass ihr es wisst, es lohnt sich wirklich, wie Tim auch schon vollkommen richtig sagt, einmal drüber nachzudenken, ob es wirklich etwas Preiswertes sein sollte, was ihr dann in kürzester Zeit in eurem Bio-Kreislauf drin habt und was natürlich eure Organe entsprechend mitbelasten wird. Und bei unbelasteten Ölen ist halt eben natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es eben zu einer Belastung des Körpers nennenswert kommt, fast gar nicht gegeben. Also insofern nochmal eine Kleinigkeit aus meinem Wissensschatz dazu. Kann ich auch so bestätigen, die meisten Öle, die es im freien Handel gibt, sind ja. Ja, gut, sie sind ja schon auf Öle, ist ja auch alles, Shampoo, Dings, Drogerie. Ja, Also eigentlich ist sicherlich. Es ist ja dieses alles. Paraffinium ist ja Ja. überall drin. Handseife, es ist ja genau das. Genau, Ne? ja. Also schaut einfach, wie gesagt, was euch gut tut. Ich meine, diejenigen, die Allergiker sind, wissen sowieso, worauf sie sich einlassen, wenn sie Produkte kaufen. Das heißt, sie lesen also von vornherein schon mal das Etikett. Und ich würde es generell empfehlen, weil es ist schon interessant, was wir alles so zugemutet bekommen in den Produkten. Insofern ein bisschen aufpassen ist schon nicht schlecht. Und natürlich können wir die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen ja nicht gleich Liter- oder fassweise Nein. Bioöle kaufen. Ist, wie lange, wichtige Frage noch dazu, falls ihr sie noch nicht gestellt habt. Ich stelle sie jetzt einfach. Wie lange hält sich ein gutes Öl bei normaler Zimmer, also Raumtemperatur? Was würdest du sagen? Wie lange würdest du es benutzen wollen, bevor du sagst, naja, ist vielleicht doch nicht mehr so prickelnd jetzt? Oder ist es schon wieder prickelnd, je nachdem, also. Also Mandelöl, sowohl Mandel als auch Jojobaöl, sind beides auf Nussbasis, die halten sich sogar relativ lange. Also man merkt es auch, wenn es lang anfängt, doch etwas strenger zu riechen und dann ranzig auf den Händen wird, aber bei Bioqualität ist das eigentlich schon eh schon sehr selten Fall. Die halten sich sehr, sehr lange. Aber wenn ich regelmäßig Massagen gebe, sind die eh immer sehr schnell leer. Aber Trotzdem so von der Idee, Zeit her, ein halbes Jahr hält ein mein Öl. Jojobaöl hatte ich wirklich. Das war so ein halben Liter Fläschchen, das hatte ich wirklich über ein halbes Jahr. Das hat sich schon sehr lange gehalten. Natürlich hat es schon eh diesen strengen Nussgeruch, aber da hat man doch schon leichte Verfärbungen gesehen vom Ja, Öl her. ja. Ne, also was Jojoba angeht, kann ich persönlich sagen, kann man gutes halbes Jahr Okay. in Bioqualität.